Die 5 größten Fehler beim selbst durchgeführten Ölwechsel. Autodoc. Erstens, der Ölwechsel wird nicht rechtzeitig durchgeführt. Im Fahrzeughandbuch wird angegeben, wie oft Sie das Motoröl wechseln sollten. Wir raten Ihnen, dies häufiger zu tun als vom Fahrzeughersteller empfohlen, wenn das Fahrzeug extremen und rauen Bedingungen ausgesetzt ist. Neben dem Kilometerstand müssen auch die Motorbetriebsstunden beachtet werden. Längeres Fahren im Leerlauf im dichten Stadtverkehr verbrennt Motoröl. Der Kilometerstand bleibt in diesem Fall jedoch technisch unbeeinflusst. Überprüfen Sie den Ölstand hin und wieder. Je nach Motor kann dies auf 2 Arten erfolgen. Mit einem Ölmessstab. Parken Sie das Auto auf ebenem Boden. Stellen Sie den Motor ab, öffnen Sie die Motorhaube und ziehen Sie den Ölmessstab ganz heraus. Wischen Sie ihn mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab und setzen Sie ihn wieder so weit wie möglich ein. Ziehen Sie nach ein paar Sekunden den Ölmessstab heraus und prüfen Sie. Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen Min und Max liegen. Gleichzeitig können Sie den Zustand des Öls überprüfen. Wenn die Konsistenz zu dick oder zu flüssig ist oder das Öl verunreinigt ist, muss es ausgetauscht werden. Durch Prüfung der Messwerte auf Ihrem Bordcomputer, wenn Ihr Fahrzeug keinen Ölmessstab hat. Wichtig! Das Motoröl sollte auch bei geringer Laufleistung mindestens einmal im Jahr gewechselt werden. Zweitens, Verwendung von Öl mit der falschen Spezifikation oder Viskosität. Kaufen Sie immer das Öl, das im Fahrzeughandbuch angegeben ist. Oftmals findet man diese Informationen auch auf dem Öleinfülldeckel. Die Verwendung eines Öls mit abweichender Viskosität kann zu Störungen des Motors und zu Verschleiß führen. Die Autodoc-App. Alle Autoteile zu den niedrigsten Preisen auf Ihrem Handy. Probieren Sie es selbst aus. Bitte beachten Sie, vermeiden Sie die Verwendung zusätzlicher Additive, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist. Moderne Motorenöle enthalten bereits alle notwendigen Inhaltsstoffe. Drittens, zu starkes Anziehen der Ablassschraube und des Ölfilters. Dies kann nicht nur zu einer Undichtigkeit führen, sondern auch den Motor schwer beschädigen. Verwenden Sie immer einen Drehmomentschlüssel, um die Dichtheit des Motorfilters, des Einfülldeckels und der Ablassschraube einzustellen. Bitte beachten Sie, verwenden Sie bei jedem Ölwechsel eine neue Ablassschraubendichtung oder tauschen Sie die Ablassschraube gleich mit aus. Reinigen Sie alle Montagesitze gründlich. Fetten Sie beim Einbau des Filters den Dichtring leicht mit frischem Motoröl ein. Viertens, unsachgemäßes Ablassen des Altöls. Dieser Schritt sollte durchgeführt werden, wenn der Motor noch leicht warm ist, um die Fließfähigkeit des Öls zu erhöhen. Das sollte nicht länger als eine halbe Stunde dauern, was normalerweise auch ausreicht, um die maximale Menge an Altöl abzulassen. Wenn dies zu schnell durchgeführt wird, können Rückstände von Altöl zurückbleiben, die, wenn sie mit dem neuen Öl vermischt werden, dessen Qualität verringern. Fünftens, Über- oder Unterfüllung des Motors.
Die empfohlene Menge an Motoröl ist im Fahrzeughandbuch vermerkt. Sie können den Ölstand immer mit Hilfe des Messstabs kontrollieren. Wenn Sie den Motor überfüllen, sollten Sie das überschüssige Öl abpumpen, um Probleme zu vermeiden. Ein Druckaufbau im Kurbelgehäuse kann die Motordichtungen beschädigen, Ölaustritte verursachen und die Emissionen erhöhen. Nützliche Tipps von Autodoc. Schalten Sie den Motor ab und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie mit dem Ölwechsel beginnen. Ein heißes Motorgehäuse und heißes Öl können Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie beim Befüllen immer einen Trichter. Dadurch verhindern Sie, dass Öl verschüttet wird. Füllen Sie den Motor langsam mit Öl und machen Sie Pausen, um den Ölstand zu prüfen und anzupassen. Dadurch verhindern Sie Luftblasen, Spritzer und ein Überlaufen des Öls. Vergewissern Sie sich nach dem Einfüllen des Öls, dass der Einfülldeckel sauber ist und drehen Sie ihn dann fest zu. Entsorgen Sie das Altöl und den Ölfilter sicher.